Es ist schon Tradition, dass südoststeirische Produkte im LCS Leoben um diese Jahreszeit präsentiert werden. Ja, natürlich. Alle Jahre wieder dürfen auch wir zu Gast im LCS in Leoben sein. Gemeinsam Vedal Hotel mit der Parktherme und mit unseren Weinbauern aus der Region und ein bisschen Kulinarik kommen auch mit. Wir haben eben genau im November unsere 10% Gutscheinaktion auf Wertgutscheine und sehr viele Gäste decken sich jetzt schon mit den Weihnachtsgeschenken ein und besuchen uns im LCS in Leoben. Gutscheine, Wellnessaufenthalte, Entspannung, Erholung, Urlaub liegt mir immer richtig für ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ich fahre schon seit 16 Jahren ins Hotel Vedal. Die Frau Wendner ist ja die Chefin unten und sie ist sehr nett, auch so wie das Personal. Und meine Frau und ich fühlen uns eigentlich wirklich sauwohl, möchte ich sagen. Auch die Parktherme hat interessante Angebote. Wir haben aktuell eben minus 10% auf unsere Wertgutscheine bzw. unsere Gutscheinkarte. Und mit dieser Gutscheinkarte kann man dann wirklich alle Leistungen in der Parktherme und auch im Vedal Hotel in Anspruch nehmen. Wir haben jetzt ganz neu unser Büchlein Ich bin wie ich bin, für viele das Beste. Das ist unser Buch über das Bad Radkersburger Thermalwasser, in dem das Thermalwasser selbst erzählt, wie es quasi emporgeschossen ist und wie es sich dabei gefühlt hat. Ich bin von der Ölmühle Meizern, selbst daher Meizern, komme aus Sicheldorf. Wir haben selbst unsere Kürbisfelder und eine kleine Ölmühle, wo wir unser Kürbiskernöl erzeugen. Wir haben Produkte mit Kürbiskernöllikör, Kernöl, Knabberkerne, das sind so unsere Hauptprodukte, was wir am Hof selbst erzeugen, ein reiner Familienbetrieb, und freuen uns immer wieder, wenn wir nach oben kommen. Wir haben halt Wollschweinprodukte von der Firma Grispel mit. Das heißt Leberaufstrich, Grammelaufstrich, verhockert, cholesterinarm, allergenfrei. Hallo, ich bin die Corinna vom Weingut Grispel. Wir sind aus Neusetz bei Straden und wir haben heute in der LCS Leoben unseren steirischen Junker 2016 mit. Ein Cuvée aus Müller-Thurgau und gelben Muscatella, den Chardonnay-Straden und den Weißburgunder Straden. Sehr unterhaltsam. Ja, ist sehr angenehm. Ja, der Wein schmeckt gut. Und schon deshalb ist Bad Radkersburg in jeder Hinsicht eine gute Geschenksidee.